Wir steuern die siebte Insel unserer Karibik-Kreuzfahrt an. Pünktlich um 8 Uhr legt die Aida Perla im Hafen von Castries an. St. Lucia ist wieder so eine Insel mit einer außergewöhnlichen Landschaft und Natur. Mit dicht bewaldeten Hügeln und karibischen Traumstränden. Castries ist die Hauptstadt und hat sich mit ihren fast 20.000 Einwohnern zu einem schmucken karibischen Städtchen entwickelt. Schon Wochen vorher hatten wir eine Inseltour bei einem deutschen Auswanderer gebucht. Gegenüber vom Hafenterminal wartet er schon auf uns. Willi Schmidt. Er kommt aus Schwäbisch Hall, lebt seit 2012 hier und ist mit einer einheimischen St. Lucianerin verheiratet. Als ich Weihnachten 2008 das erste Mal hier war, genau am Tag, wo wir uns kennengelernt haben, ein Jahr später hier gelandet bin, dann habe ich mich ja nicht nur in die Frau verliebt gehabt, sondern auch in die Insel. Ja? Willi zeigt uns heute für 6 Stunden den südwestlichen Teil der Insel. Die komplette Küstenumrundung würde 158 Kilometer betragen. Auf St. Lucia leben rund 190.000 Einwohner. Und vor allem hier Aubrey, das ist unser Fahrer, gebt ihm mal einen großen Applaus. Und er hat auch Rumpunsch gemacht, das ist sozusagen sein kleiner Nebenverdienst. Verkauft es an jedem Halt, könnt also an jedem Halt zu Aubrey dann gehen. Wie passing. An dieser Stelle hier fahren wir mal schnell vorbei. Meint Willi. Warum denn wohl? Wir halten hier auf dem Rückweg. Okay. Weil hier gibt es da Rumpunsch. Hier gibt es 30 verschiedene Sorten Rum, die man probieren kann. Ja? Oh, ja. Und wenn ihr euch die jetzt schon probieren lassen würdet, ja, dann würdet ihr ja rumkugeln. Und ich könnte gerade wieder aufs Schiff zurückkugeln. 617 Quadratkilometer groß ist die Insel. 30% davon sind mit Wäldern bedeckt. Das Klima ist tropisch und die Temperaturen schwanken das ganze Jahr nur minimal. Im Schnitt sind es 27 Grad Celsius. Der ostkaribische Dollar, ne? Ja, genau. Umrechnungskurs? 2,42 im Moment nur. Okay. Wir fahren durch das Fischerdorf Ansela Ray. Das Dorf besteht aus 100 Jahre alten Häusern, die noch aus der französischen und englischen Kolonialzeit stammen. Und wenn ihr jetzt eben mal schaut, Ansela Ray ist eng eingebettet zwischen den Bergen und hat eine Flussmündung und ist deswegen auch immer überschwemmt, wenn es heftige Regenfälle gibt, wenn es Wirbelstürme gibt. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr jetzt hier mal auf der linken Seite schaut, so halb hoch an den Häusern entlang, dann seht ihr zum Teil noch die Markierungen, wie hoch das Wasser dann durchgegangen ist. Und jetzt fahren wir über eine Behelfsbrücke drüber, die wurde 2010 schon vom Wirbelsturm Thomas weggerissen und seither ist eben die Behelfsbrücke nur hier. Und dafür tun sie jetzt hier links auf der Brücke rechte, tun sie jetzt ihre Häuser bauen. Ne? Unterwegs entdecken wir immer wieder diese wunderschönen Aussichtspunkte entlang der Küstenroute. Aber ja, she's a boa. Boa. Wow. A protected animal. Any protected animal from the forestry is not venomous. Mitten im Regenwald entdecken wir die Wahrzeichen von St. Lucia. Es sind zwei. Nämlich die beiden inaktiven Vulkankegel. Die Pitons. Sie brachen nicht als Vulkane aus, sondern durchstießen die Erdkruste und quollen regelrecht nach oben, wodurch diese merkwürdig geformten Kegelberge, genannt Lava Dome, entstanden sind. Unten in der Bucht liegt das Städtchen Soufrière, benannt nach den nahen Schwefelquellen. Willi erklärt uns die Symbolik und Farben der Inselflagge. Und zwar, das Blau steht für das Meer und der Himmel, die beide heute sehr blau sind. Das Gelb steht für den Strand und die Sonne, die gerade richtig schön gelb für uns lächelt. Und die drei Dreiecke stehen für den größten Berg, für den Mount Jimmy mit 950 Metern, den ich euch schon gezeigt habe. Und diese beiden Pitons hier für den großen Piton mit 777 Metern.
Das ist übrigens der hintere, nicht der vordere. Obwohl der vordere größer aussieht, ist der große Python der hintere, weil der ist nämlich 7 Kilometer von hier weg, von Souffre. Der steht auf der Gemarkung Chausselle, also auf der Nachbargemeinde. Und der kleine, der ist 745 Meter groß, der steht hier auf der Gemarkung Souffre und ist deswegen der vordere. Und das große dunkle Dreieck steht für die 80% dunkelhäutige Bevölkerung und für das kleine Weiße, für der kleine Weiße Rest. Also der, der die Flagge entwickelt hat, der hat sich da was bei gedacht. Englisch ist die offizielle Amtssprache, dass die außer Englisch hier noch eine zweite Sprache sprechen. Und zwar ist das das Französisch Kriol. Und das Französisch Kriol nennt man hier Patois. Das ist eine sogenannte Sklavensprache, weil die ist auf den Sklavenschiffen entstanden, weil die konnte ja kein Französisch sprechen und untereinander konnte sie sich auch nicht unterhalten. Also haben sie das Französisch von den Sklavenhalter abgehört, haben es mit afrikanischen Begriffen vermischt und so ist dieses Patois, wie man hier sagt, Französisch Kriol heißt es international, entstanden. Und es wird überall dort gesprochen, wo die Franzosen afrikanische Sklaven hingebracht haben. Die haben aber nicht nur die Sprache mitgebracht, sondern die haben ihre Tradition mitgebracht. Und die Tradition ist dieses Wendekleid hier. Ja? Mhm. Und wenn eine Frau das Kleid auf der Seite trägt und sie hat hier oben ein Zipfel, dann heißt es, sie ist Single und sie sucht einen Mann. Ja? Trotz, dass man hier ja einen 3:1 Frauenüberschuss hatte oder haben, wie ich schon gesagt habe, dann trägt sie das auf der traditionell kriolischen Seite, hat dann 2 Zipfel, wenn sie verheiratet ist. Und ihr ahnt es vielleicht schon, der Mann trägt dann das entsprechende Shirt dazu. Also 2 Zipfel, wenn verheiratet, 3 Zipfel, wenn sie schon Kind hat, 4 Zipfel, wenn sie Witwe ist oder geschieden ist. Souffrière war Siedlungsgebiet der Urbevölkerung und ist die ursprünglichste Stadt der Insel. St. Lucia gehört zum vulkanisch aktiven inneren Antillenbogen in der Karibik. Hier erfährt man, was passiert, wenn sich durch Tektonik die karibische über die nordamerikanische Platte schiebt. You're welcome. Willi führt uns durch den Sulphur Spring Park, eine geothermische Attraktion auf St. Lucia. Sie gilt als eines der bekanntesten Naturwunder der Insel. Brodelnd heiß kommt das Wasser aus der Erde, kühlt sich ab, reagiert an der Luft und wird schwarz. Ein Bad darin soll bei Rheumatismus oder Hautkrankheiten helfen und zur Gesundung beitragen. Aber es riecht erbärmlich nach faulen Eiern. Zwischendurch dann eine wohlverdiente Pause mit einem leckeren Frucht- und Rumpunsch. Spendiert von Willi und unserem Fahrer. Und, schmeckt mal. Ja. Zimt hat seine Frau heute Morgen noch extra hergerichtet für uns. Ich sag, normalerweise, wenn man jetzt Trockenzeit hätte, hätte man jetzt eigentlich keinen Zorrel mehr. Fly away. Oh, der ist gut. Richtiger Saft. Ja. Na? Mit Rum. Mit Rum. Das war. Wir stehen inmitten eines ruhenden Vulkans mit brodelnden Schwefelquellen, in denen sich das eruptive Innenleben von Mutter Natur offenbart. Also wir sind hier im einzigen Vulkan weltweit, der bis zur Mitte befahr- und begehbar ist. Und vor ungefähr 38 Jahren durfte man sogar da noch wirklich drüber laufen. Das sind die Fremdenführer hier, das sind diese grünen Hemden hier, die mit euch normalerweise gehen würde. Die sind da noch mit den Gästen da drüber gegangen und dann haben sie Eier auf dem heißen Stein gebraten und so Scherze. Ja. Und dann war hier einer, der war mit 7 Leuten unterwegs, der hieß Gabriel. Und der Gabriel hat gemeint, er muss denen zeigen, wie sicher das ist und ist drauf rumgehüpft. Und dann ist passiert, was passieren musste. Er ist eingebrochen hier. Und deswegen ist dieses Loch hier das sogenannte Gabrielsloch. Seine 7 Leute haben ihn zwar gleich wieder rausgezogen, aber er war ja bis zur Hüfte drin, hat also ab der Hüfte abwärts die schlimmsten Verbrennungen. Und
Er lebt heute noch, aber er ist von der Hüfte abwärts gelähmt. Wow. Also er wird jetzt wahrscheinlich einer derjenigen sein, die heute in Castries sitzen und die Hand aufhalten, weil wir ja hier kein Sozialsystem haben. Ne? Wie heiß ist das Wasser ungefähr? Hier an der Stelle ist es 100 Grad und ganz hinten, wo es richtig warm rausdampft, da ist sogar 171 Grad. Ihr könnt euch das so vorstellen wie Kochen auf dem heißen Stein. Ja? Weil die Lava selber ist 1,5 Kilometer tief, ist dann abgeschlossen mit einer Gesteinsschicht und drüber kommt das Oberflächenwasser einmal vom Meer herein, weil der Vulkan ja bis 10 Kilometer ins Meer rausgeht und hier das normale Oberflächenwasser vom Regen, das kleine Bächle, wo hier reinkommt. Also wenn es richtig regnet, ja, dann dampft es wesentlich mehr als wie jetzt. Diese ganzen Vulkane hier sind relativ jung. Auch, oder diese ganzen Vulkandome, wie man das ja nennt, weil die sind ja alle nicht ausgebrochen. Deswegen sind wir ja eine reine Vulkaninsel, im Gegensatz zu Barbados jetzt, das ist eine reine Koralleninsel. Ja. Da hat man im Osten eine kleine Erhebung und sonst ist alles total flach. Ja. Und bei uns geht es halt hoch und runter, weil die sich, wie gesagt, dann aufgeschoben haben, aber nicht ausgebrochen sind, dann erkaltet sind. Wenn er sich zu weit ausgedehnt hat, dann fällt er in sich zusammen. Das habt ihr ja auf dem Film schon gesehen. Und deswegen ist das eine richtige Caldera jetzt. Weiter geht es zum Botanischen Garten. Dieser beliebte Park befindet sich ebenfalls in Soufrière und ist für seine beeindruckende Vielfalt an exotischen Blumen, Pflanzen und Bäumen bekannt. Ein Höhepunkt ist der Diamond Falls Wasserfall, der sich inmitten des Parks befindet und warme Schwefelquellen speist. Hier kann man auch baden. Der nennt sich Diamantwasserfall, weil da sind ja die ganzen Mineralien im Wasser drin. Das kommt ja direkt vom Vulkan runter. Und je nach Sonneneinstrahlung bewirkt die Mineralie, dass der funkelt. Und deswegen Diamantwasserfall. Der Botanische Garten ist einfach nur wunderschön angelegt. Ein Ruhepol inmitten karibischer Landschaft. Und mit etwas Glück und Geduld entdeckt man auch kleinste Lebewesen, wie Reptilien, Falter und seltene Vögel. Da ist er, der Kolibri. Hier haben wir die Seevögel und da haben wir die im Regenwald. Ja, Kochbanane zählen nicht zu den Früchten, sondern ist Gemüse und muss dann gekocht werden, ähnlich wie eine Kartoffel. Schmeckt dann auch ein bisschen ähnlich wie eine Kartoffel. Dann haben wir hier Dashin und Yam, das sind auch Wurzeln, wo dann eben auch lokale Nebenspeisen, wie man das nennt, also zum Hähnchen dazu, gibt es dann immer Dashin, Brotfrucht, Kochbanane. Und die Brotfrucht, die sieht ähnlich aus, ein bisschen länger, aber nicht glatt, sondern schuppig. Die Tour mit Willi geht weiter zu einem schönen Strandabschnitt, dem Soufrière Beach Park. Mit einer Strandbar, Restaurants und Außenduschen und dem farbenfrohen Häuschen mit urigen Geschäften. Und was trinkt man hier am Strand? Natürlich das Nationalgetränk von St. Lucia, ein Piton-Bier. Zum Schluss besuchen wir noch einen abgelegenen Strandabschnitt, wo Mangrovenbäume im flachen Wasser Wurzeln schlagen.
Ein perfektes und biologisch produktives Meeresökosystem am karibischen Strand. Dass die Mangroven hier überhaupt existieren, ist ein Wunder der Natur. Sie wachsen in den seichten Buchten in reinem Salzwasser. Dann noch ein Erinnerungsfoto von unserer Gruppe. Auf dem Weg zurück zum Schiff erblicken wir die weltberühmte Bucht Marigot Bay, nur ein paar Kilometer südlich von Castries gelegen. Sie diente 1966 als Kulisse für den Walt Disney-Film Dr. Dolittle. Ein traumhaft schöner Tag auf St. Lucia neigt sich leider dem Ende entgegen. Mit Willi Schmidt hatten wir einen äußerst kompetenten Reiseführer gefunden, der uns mit seinem Allgemeinwissen und seiner humorigen Art die schönsten Ecken der Insel mit Herz und Verstand nähergebracht hat. Er hat uns außerdem sehr viel über die Menschen hier und deren Alltag erzählt. Wir sind begeistert und können Willi absolut weiterempfehlen. Herzlichen Dank für diesen unvergesslichen Tag. Ich darf mich auch ganz herzlich bedanken und darf euch dann weiterhin alles Gute, schöne Urlaub, schöne Ausflüge. Dankeschön. Und grüß mit der Heimat. Ciao. Danke, Willi. Ja. Ciao, ciao. Zurück im Hafen. Ein Willkommensdrink, dann geht es wieder an Bord der AIDA Perla. Um 18 Uhr verlassen wir den Hafen von Castries und nehmen Kurs auf unser nächstes Ziel. Die Karibikinsel Dominica.